Pokalserie Krefeld Pinguine gegen die Hannover Scorpions. Von hier unten ein Gruß an die mitgereisten Fans des Meisters. Hallo an die Fans der Hannover Scorpions. Schön, dass ihr bei uns zahlreich im Gästeblock im schönsten Eisstadion Deutschlands. Ich kann euch gar nicht sehen. Das wird wohl daran liegen, dass ich visuell behindert bin. Keine Ahnung, was da so passiert ist, wer dann was nicht gesehen hat. Und mein Hallensprecherkollege in Hannover, der hat gesagt, es war ein drittiger Sieg der Pinguine. Die sind den Torhüter unfair angegangen. Es sind halt Playoffs. Aber Fakt ist, wir haben es hier geschafft, anders zum Beispiel als in Düsseldorf, anders als in Hannover. Wir haben die Hütte voll und das wegen euch. Scheiß auf visuelle Behinderung. Wir waren gestern so lange Schlangen, dass die Polizei die Westparkstraße zugemacht hat. 4.500 Karten in 75 Minuten weg und der Rest heute, hey, ihr seid die Geilsten. Dankeschön an euch. Die Eishockey-Götter haben uns Glück gebracht in dieser Playoff-Serie bis jetzt. Und wir hoffen, das tun sie heute auch. Denn die Mannschaft, die dieses Spiel heute gewinnt, die zieht ein ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Ich muss niemandem erklären, worum es heute geht. Siegen oder fliegen. Und wir beten an diejenigen, die keine Karte mehr haben, aber da oben gut auf uns aufpassen. Die Eishockey-Götter, Jungs, euer Job mit der Fahne, unterstützt sie. Die Hölle, die ist nicht rot. Die Hölle heißt auch nicht Hannover. Unsere Hölle ist schwarz-gelb! Viel, viel lauter, denn die Hölle ist schwarz-gelb! Genau in dieser Lautstärke funktioniert. Und genau in dieser Lautstärke, obwohl
Folge schon richtig geil war beim letzten Heimspiel, hauen wir jetzt ein KEV-Echo hier raus, dass das Dach da oben abhebt. Die Stehplätze fangen an mit KEV und alle auf den Sitzplätzen, die jetzt natürlich nicht mehr sitzen, sondern stehen. Also einmal bitte alle hoch, dann gibt es nämlich viel mehr in der Stimme. Die antworten ebenfalls mit KEV und das so laut, wie es das hier im Königpalast noch nie gegeben hat. Sehr geiler Pusher. Auf das Kommando. 3, 2, 1, bitte! Und Vollgas für das Team in Richtung Halbfinale. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, zum Showdown im Viertelfinale. Hier ist sie, die Ausstellung und die Mannschaft. Der Krefeld Pinguine! Hat der gut gemacht heute, noch besser als letztes Mal. Noch besser, ne? Wo die Einzelnen gefragt haben und alle ja! Die stehen schon im Gang. Alles mit dem Fuß stehen natürlich im Gang. Du wirst ja nur als Spieler. Und um für euch zu kämpfen. Erhebt euch für das Team der Krefeld Pinguine! Wir begrüßen mit einem Zuschauer zusammen und eurer Stimme mit der von Michael! Mit der 8 Selina! Große 9 Philipp! Mit der 10 Andi! Die 11 Duscha! Die 14 trägt Denise, mit der 15 Duncan, die 17 Charlie, mit der 19 Michael, unser Captain trägt die 23 und heißt Herbert, mit der 24 Boris, die 27 Justin, mit der 33 Pascal, die 41 Paul, seine Majestät, der König, mit der 50 Richard, die 77 Pascal, mit der 81 der Mann, der das entscheidende Tor gemacht hat, in Hannover, hier ist Roland, und die 86 Daniel, im Tor mit der 66 Daniel und mit der 37 Scotty. Ein herzliches Willkommen natürlich auch unseren Trainern Rick und Rick.
Jesus!